So, Leute, Auto ist schon wieder gepackt. Das heißt, morgen geht's wieder los. Das Einzige, was mir noch fehlt, damit ich direkt fischen kann, ist Futter vorbereiten. Das haben wir wieder. Hier machen wir erstmal Bolz. Hier habe ich den Holy Liver von Successful Baits. Jo. Mit dem fangen wir an. Gucken, habe ich das denn alles? So, habe hier 2,5 Kilo. Das ist der Mixpack. Unterschiedliche Größen, ich glaube 14, 18 und 22 oder so. Was mache ich? Ich habe hier den Bait-Aktivator. Auch Holy Liver. Keine Ahnung. Mal gucken. Jo. Den werde ich jetzt einfach so ein bisschen was verteilen. Benetzen. Benetzt. Ich warte da gar nicht großartig. Und zwar nehme ich jetzt den Stick Mix, Ground Mix, ja, Ground Bait, ja. Auch Holy Liver, auch schon fertig, so wie er ist. Ja, kein Hexenwerk. Hütchen auf, wieder verschließe und feuer einfach mal locker was hier drüber. Jo. Da richtige Ummantelung bildet. Ne? Das ist das, was ich erreichen will. Ich lasse den jetzt mal kurz in Ruhe. Den Eimer werde ich jetzt mal nehmen. Aktivator Pellets, auch von Successful Baits. Die werde ich jetzt erstmal so. Das sind jetzt auch 2,5 Kilo. Das ist jetzt wieder Bait-Aktivator, aber eine andere Geschmacksrichtung. Das ist jetzt Cobbery. Jo, da haue ich reichlich drauf. Ich glaube, eine Stunde vergangen. Jetzt gehen wir mal wieder hier. Das ist jetzt schon richtig fest. Auflockern. Gut. Jetzt kommt als nächstes gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Ich nehme mal gerne so einen Partikelmix, der fertig ist. Gerade wenn ich jetzt keine Zeit habe. Wie heute. Die habe ich aber schon vorher fertig gehabt. Tigernüsse. Nein. Hi. Na, nicht. Einer Besuch hier. Oh, oh, oh. Das riecht gut, ne? Nehme ich jetzt noch liegen. Scobbery, weil es noch nicht alles. Oh, da tue ich auch eine gute Portion bei. Einmal möchte ich ja auch eine Wolke haben. Die in der Wassersäule sich noch ein bisschen verteilt. Ja, muss noch immer wieder den Bildschirm andrücken. Sorry. Dafür habe ich hier einen Zig-Mix.
frei. Ist mir ein bisschen zu trocken. Das ist eine richtige Duftmarke, die dann im Wasser steht. Gerade wenn ich Instant fische und schlag. Gut. Das war's eigentlich. Oh, so, endlich auf der Bahn. Endlich unterwegs. On the road. Mal schauen, wo ich lande. Ich denke, ich fahre jetzt erstmal den großen Fluss wieder an. Ich habe da noch eine Stelle, die ich mir herausgesucht habe. So, erster Stopp. Das ist ein altes Hafenbecken hier. Ich glaube aber, dass man hier in dem Hafenbecken selber gar nicht fischen darf. Aber die Fische hier zum Laichen reinziehen oder im Frühjahr. Wir haben jetzt Ende Mai. Bis jetzt sehe ich nichts. Eigentlich ist mein Ziel vorne die Einfahrt. Und ich habe bis jetzt noch keinen Weg gefunden, um überhaupt hinzukommen. Boah, krasse Stelle hier. Schwer zu erreichen. Ich glaube, die Locals, die kommen hier nur mit dem Boot hier rum und setzen hier über oder was weiß ich was. Da geht es auf jeden Fall in das Hafenbecken rein. Das ist eigentlich der Spot gewesen, oder ist der Spot, den ich eigentlich befischen wollte. Nur ich habe alleine jetzt hier, um hier durchzugehen, schon 10 Minuten gebraucht. Mit Tackle unmöglich. Also, wenn ich nicht einen anderen Weg finde, dann muss ich mal wiederkommen, wenn ich ein großes Boot bei habe. Ansonsten, wie gesagt, keine Chance. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich an eine andere Stelle gefahren. Die hätte ich mir auf Google Maps auch mal angeguckt. Und die ist auch wirklich so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und zwar hier vorne viel Kraut. Dieser Krautstreifen, der zieht sich von hier vorne an bis am Ende von diesen Anlegepollern hier. Ich habe auch gerade schon mit der Rute ein bisschen mit dem Blei nur abgetastet. Der Boden ist durchweg schön fest. Kaum Hindernisse außer dem Kraut. Problem ist, es ist recht hoch hier. Ne? Also da hinten ist ein Aufgang, wo der ist auf der anderen Seite. Hier auf der Seite ist gar nichts. Und ich habe zwar einen langen Kescherstab dabei, aber den müsste ich selbst noch mit dem zweiten Kescherstab noch verlängern. So lang ist das. Ich sehe da auch kleine Fische. Ist erstmal schon mal nicht schlecht. Ich weiß aus Erfahrung, dass die Fische, also die Karpfen, solche Stellen, wo Krautfelder sind, einfach auch systematisch immer wieder absuchen. Ja, die kommen, wann, kann man halt nie wissen. Die können schon da sein, die können gerade durch sein. Aber das ist eigentlich eher so ein Spot, den die Fische auf jeden Fall regelmäßig anlaufen. Einfach mal hier vorne vor die Kante. Ein bisschen was. Das ist hier so der Eingang zu dem Krautstreifen. Wenn die hier reinziehen, ist hier einfach mal was finden. Ne? Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wann ich hier wieder zurückkomme. Und ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht mal, ob ich hier wirklich zurückkomme. Aber ich will die Option zumindest haben. Hier kann man mit dem Auto direkt anfahren, Routen raus, fischen. Ja, weiter auf Stellensuche. Puh, ist schon ziemlich sportlich hier. Von der einen Seite. Ja. Großstadt, ne? Und auf der anderen Seite. Auch sportlich aus, ne? Boah, Alter.
Was ein Scheiß. Meine Beine sind sowas von tot. Zylinderkopf. Uiuiuiui. Das sah so nach Zylinderkopfrichtung aus. So. Bin ich den ganzen Tag rumgerannt. Ach ja. Erste Nacht werde ich definitiv hier fischen. Es sei denn, die Welt geht unter. Ich habe jetzt nicht mehr die Energie und den Bock, mal weiter zu suchen. Das ist die Stelle, wo ich schon Kollegen gesessen habe. Was, ich sag mal, zugegebenermaßen hier alleine zu fischen schon ein bisschen tricky ist. Deshalb, da vorne ist so eine Unterführung. Da habe ich mich so ungefähr 150 Meter von weg gesetzt. Wenn Leute runterkommen, dann ist es da vorne. Nachteil ist, ich kann kein Zelt, ich kann gar nichts aufbauen hier. Gut, soll angeblich nicht regnen. Ganzes Spielchen probiere ich jetzt nochmal. Ist schon ein paar Mal in die Hose gegangen. Fing es dann auf einmal doch in der Nacht an zu regnen. Ich habe aber zumindest für die Liege einen wasserdichten Überzug. Ja, und ein ganz einfaches Warp-Ding, also ein Stück Plane. Mal gucken, was ich mir daraus bauen kann. Ja, fischtechnisch ist das hier schon interessant. Hier vorne an ist das Wasser in der Richtung flach. Da vorne sind zwei Ausläufe, da kommt manchmal Klärwasser oder was weiß ich was für ein Rotz alles rein. Da möchte ich manchmal gar nicht wissen, was da alles reinkommt. Aber hier sind in der Vergangenheit schon einige große Fische gefangen worden. Normalerweise liebe ich solche Stellen nicht unbedingt, aber ich habe da hinten, ja, mal gucken, ja, dafür müsste ich jetzt wieder den Bildschirm drehen. Ja, auf jeden Fall da hinten in der Richtung. Da müsste das ungefähr sein. Da ist auch ein Auslauf, den habe ich gefüttert. Da will ich morgen fischen. Und ja, jetzt werde ich erstmal mich hier ein bisschen einrichten. Seht das? Ne? Ist alles ein bisschen eng. Kuschelig. Das Auto. Bin jetzt hier die Treppen runtergekommen. Das Auto steht auf der anderen Straßenseite. Die Straße ist echt mega befahren, aber jetzt wird es langsam ruhiger und aus dem Grunde wird es jetzt leichter werden, dann mal rüber zu gehen. Aber es hat jetzt schon ziemlich lange gedauert. Na gut, ich werde jetzt mal ein bisschen aufbauen. Leute,
Leider kein Fisch. Das Einzige, was passiert ist, natürlich fing es gerade an zu regnen und das ist noch nicht vorbei. Das sieht mir noch schwer nach weiterem Weg. Oh, jo, bin ich schon wieder an. Ah, Katastrophe. Gut, dass ich das Bachelor-Cover hier so liegen kann. Das hätte ich nämlich jetzt schon nicht schlecht gefallen. So, jetzt muss ich schnell wieder zu machen. Was hat denn jetzt gewisse? Ein Fisch. Ah, fuck, ey. Ah, kann doch nicht wahr sein. Bekomme ich den ersten Biss? Ich glaube, wo man nicht das hab. So, Sachen sind gut wie gepackt. Da hinten das Schiff mit Bäumen an der Randale. Ja, irgendwie so eine Kamera da drauf. Ja, Sicherheit alles nicht so optimal zum Angeln. Deshalb move ich jetzt, ja, sind halt 600 Meter weiter nach oben. In der Hoffnung, dass da vielleicht ein Fisch über Nacht auf mein Futter getroffen ist. Und noch da ist. Ja, mal gucken. Probieren. Ja, nur noch die Routen. Und dann am Marsch. So, neue Stelle, neues Glück. Ich fürchte mal, das werde ich diesen Trip noch mal öfter wagen. Ja, vorhin den einen Biss gehabt, aber auch kein Vollrand. Also entweder war es ein Döbel oder ein Grasgarb. Hat anscheinend auch nicht richtig gehangen. Ich wollte alles auf Kamera haben. Hab dadurch natürlich Zeit verloren, weil ich die gerade weggepackt hatte. Ich war ja am Zusammenpacken schon. Und bis ich das dann alles soweit hatte, ich glaube, da hat der Fisch schon den Haken irgendwie, ja, so weit losgehabt, dass ich kurz Kontakt hatte. Einen Kopfschlag und dann war er weg. Leider weiterhin. Keine Fische, kein Biss, ja, nix. Zumindest habe ich lecker Mittag gegessen. Ja, werde jetzt auch einpacken. Hab jetzt hier 3 Stunden ungefähr gesessen. Ich denke, wenn Fische am Platz wären, dann hätte ich da schon was tun müssen. 3 Stunden jetzt gefahren. Direkt durch nach Frankreich. Jetzt zeige ich euch mal, warum ich die Kilometer gefahren bin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Mal gucken, wie ich hier irgendeinen Spot finde. Mein Auto sind bestimmt hier nicht laut. Aber ich komme jetzt erstmal um. Erstmal nach Anzeichen suchen, wo die Locals hier fischen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier der Erste bin. Da will ich hier gut aussehen. Prima, prima, prima. Also, keine Ahnung, was das hier ist. Da sind schon mal viele Enten. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Betriebsgelände ist.
oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall der Platz. Das hat man anscheinend vor kurzem erst neu gemacht. Hier vergeht ja noch ordentlich was daneben. Bei jeder Futterverladung eigentlich immer was daneben. Ich habe nur keinen Schimmer, ob ich hier überhaupt sein darf. Ja, Leute, leider kein Biss, kein Pieper, kein gar nichts. Ich habe sogar noch eine vierte Route gestern Abend kurz entschlossen noch auf die andere Seite gelegt, weil die Schifffahrt auf einmal aufhörte. Ich weiß nicht, wie spät es da schon war, 11 Uhr oder so. Die habe ich dann heute Morgen um 6 vorsichtshalber wieder reingeholt, bevor mir dann so ein Starkhahn drüber bläst. Und ich den Superlauf kriege. Ja, leider hat sich hier das Ganze ja nicht so, ja, wie soll man sagen, ist nicht so schön gewesen, wie es aussieht. Hier vorne eine Futterverladung, da liegt auch jetzt mittlerweile schon wieder ein großer Kahn, der gerade angelegt. Drüben auf der Seite sind sie mit einem Bagger zugang oder mit zwei Baggern. Jetzt zeige ich das mal kurz. Meinem Zeltchen raus hier. Da habe ich ja die Routen liegen gehabt, zwei Stück, die habe ich Gott sei Dank noch rechtzeitig rausgekriegt und da sind sie hier weiter diese Böschung am Machen. Ja, eigentlich wollte ich noch in Ruhe frühstücken. Komm mir aber jetzt hier so ein bisschen beobachtet vor, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch noch nicht wirklich einen Plan, was ich jetzt mache. Ja, wird schon mal da einfallen. Ich werde jetzt gleich nochmal hier in dem Departement gucken, ob hier irgendwo ein See oder was hier sonst noch so ist. Und wenn nicht, ja, fahre ich entweder noch weiter ins Land. Oder ich mache wieder kehrt und fahre wieder in Richtung Belgien. Kann man auch machen. Ach, ich habe irgendwie das Gefühl, der Juni ist sowieso, ja, Mai, Ende Mai, Anfang Juni ist sowieso eine schwierige Zeit. Wenn da noch ein Wetterwechsel dabei ist, der jetzt von schlechtem Wetter auf Sonnenschein geht, dann sind die teilweise ziemlich zickig, die Fische. Heißt nicht, dass hier keine rumschwimmen, aber man weiß es nicht. Eine Nacht sagt damit sicher noch nichts aus. Aber ich habe mir wenigstens auf wenigstens einzufangen. Jetzt schon die zweite Nacht nichts gefangen. Ja, warte, Mama René. Angeln halt. Okay. Ich werde jetzt gleich mal ziemlich einpacken und dann. Pst, da waren die. Werde ich mich hier verdrücken. Bevor ich hier noch mit verbuddelt werde von dem Bagger. Ja, okay. Ja, da stand gerade mein Brolli noch. Habe ich da ein bisschen Gas gegeben.
werden wir erstmal ein bisschen umgucken. Auf der Karte noch zwei kleine Seen mit Nachtangeln gefunden, aber die sehen relativ klein aus, die sind aber in der Nähe. Die gucke ich mir jetzt mal schnell mal an und dann fahre ich weiter. Also es sieht so aus, als wenn die das gerade erst gemacht haben und wenn die die ganze Zeit dann mit dem Bagger da rumgeballert haben, dann wundert mich das irgendwie nicht, dass ich nichts gefangen habe. Naja, steckt halt auch nicht drinnen. Weiter geht's. On the road again. Yeah. Freude. Oh Mann. Kleiner Tümpel. Geht da hinten immer noch weiter. Hinten drin so ein Kreis. Aber puh. Ziemlich vertraut. Weiter. Auch ohne Boot. Kein Fall. Von nicht zu eins. Ein Aluboot. Keine Ahnung. Ich kenne die Bestimmungen nicht. Plan war gucken. Zufrieden sein. Angeln. Und Fische fangen. Zumindest habe ich mal getankt. Hier ist noch ganz in der Nähe noch ein zweiter See, den werde ich mir jetzt auch gleich noch angucken. So, am nächsten Wasser angekommen hier, auch ein See. Remi, Demi. Toll. Platz und Restaurants. Da hinten runter sieht es eigentlich erstmal interessant aus. Da wo die Schwäne und das Schwimmen. Ich hoffe, das kann man sehen. Da die Ecke. Da hinten wird es, glaube ich, ruhiger. Aber dadurch, dass da so viele Boote liegen, ja, bin ich mir auch nicht so sicher, was hier überhaupt erlaubt ist für uns. Ich denke, ich werde weiterfahren. Oh oh. Oh Mann, wieder Kilometer fressen. Jetzt liegen wieder ein paar Stunden Fahrt vor mir. Ich habe mich entschlossen, einfach so einen Kanal zu fahren, den ich schon kenne. Das Wetter wird gut. Mal schauen, vielleicht kann ich ja diesmal nochmal ein paar Fische mehr fangen als beim letzten Mal. So Leute. Puh. Es ist heute noch warm. Ich bin den kompletten Sektor hier abgelaufen, von Schleuse zu Schleuse. Ich habe ein bisschen gefilmt dabei, aber es war brüllend heiß. Und ich hatte den Wagen in der Sonne stehen. Und jetzt hier beim Aufbau. Ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock zu filmen. Bin nur froh, dass hier, wo ich jetzt liege, das Zelt steht. Das Zelt habe ich auch nur hingestellt wegen der Mücken. Ganz schön im Arsch. Sag ich ganz ehrlich. Und wie heiß das war, könnt ihr euch jetzt mal angucken. Das habe ich aber auch noch nicht gehabt. So was schon mal gehabt. Das ist eine Masse gewesen. Ein gutes Lach jetzt hier. Vorne
hinter der Windschutzscheibe. Aber schon krass, wa? Deshalb, Leute, Hunde niemals im Auto lassen. Oder andere Tiere oder was, Kinder, ja. Das wird ruckzuck so heiß da drin. Und ja, Außentemperaturen waren wir gerade 23, 24 Grad. Also, mehr. Niemals. Gut. Wie gesagt, die roten liegen. Einen habe ich ganz nah um einen Ufer abgelegt, weil in der Nähe waren echt viele Fische. Ja. Habe ganz vorsichtig nur ganz bisschen gefüttert. Die andere habe ich in die Mitte reingelegt, ungefähr ja, 30 Meter davon weg, habe auch ganz vorsichtig gefüttert. Auf der anderen Seite habe ich nach vorne hingelegt, die andere Seite, da habe ich vorhin schon was gefüttert, das ist ein ganz guter Spot, und die andere habe ich in der Mitte ungefähr 150 Meter weit weggelegt mit dem Wolf da. Da habe ich einen Roni mit einem weißen Poppy. Da habe ich am Ende hinten einen Rafter. Und in der Mitte auch einen Rafter, aber einen weißen Rafter. Einen schneeweißen. Ja. Und jetzt habe ich Kohldampf. Es wird erstmal was gegessen. Moin Leute, oh. Nach der Fahrerei gestern, der ganzen Rumrennerei, endlich der erste Fisch, wir haben jetzt schon morgens, ich weiß gar nicht, ich muss auf meinen Wecker gucken hier, 7 Uhr, ziemlich genau. 7 Uhr morgens. Ich habe ja erst eine Brasse gefangen, irgendwie kurz nachdem ich mich abgelegt habe. Weil es jetzt der erste gab. Verrückte ist, Fische habe ich auf der anderen Seite gesehen. Ganz viele. Nicht ein Pieps. Und dann halt so viel. Mann, das ist lang gedauert. So, andere Seite auch noch mal einmal kurz. Jo. Jo. Alles klar. Einmal in die Wagen. Wieder weg. Ja,
Hupen noch rein. Zelt ist schon zusammengepackt. Ja, man sieht's. Das Wasser ist wieder braun. Oh, ist gerade ein richtiger Frachtkahn hier durchgefahren. Hat sich beinahe noch festgefahren. Und dann mit Volldampf hier durch. Meine Erfahrung sagt dann immer, danach ist erstmal wieder Totentanz angesagt. Keine Ahnung, warum das bei den Karpfen dann so negativ ist. Kann ich nur sagen, die einfach Stress kriegen, wenn so ein großer Kahn hier durchfährt. Oder einfach das ganze Sediment, was aufgewirbelt wird. Auf jeden Fall hatte ich heute eigentlich vor, ein bisschen zu stalken. Hätte ich das mal gestern getan. Heute werde ich nichts sehen, hier zumindest in dem Sektor. Ich werde mich jetzt erstmal umgucken und dann überlegen, was ich überhaupt mache. Ob ich noch hier bleibe am Kanal, ob ich woanders hinfahre oder ob ich wieder zurück nach Belgien fahre. Definitiv will ich noch bis Samstag fischen. Heute ist Donnerstag. Mal gucken, ob das wirklich so hinhaut mit meinem Plan. Oh, und ich habe gedacht, ich kann jetzt mal ganz locker ein paar Fische fangen. Jo, so war das. Nein, auch mal wieder der Beweis, erstens kommt es anders, ne? Und zweitens, als man denkt. Und diesmal hat es mich mal wieder voll erwischt. Rumbuddelt, ne? Kann den sehen? Jupp. Der sah nicht schlecht aus, oder? Guck mal, der da rumwühlen ist. Da ist noch einer. Das war ganz vor, die Schieße auch wieder zurück. Und holen wir eben meine Stockinger. Okay. Ready to rumble. Was war das denn von mir? Wenn ich angeschlagen hätte, ich ihn gehabt. Ach, Katastrophe. Er hatte den in der Unterlippe hängen. Und dadurch, dass ich ihn hochgehoben habe, bin ich richtig zu spät. Katastrophe. Alter, nein.
Jo. Leider haben die Fische mich total, total vernatzt. Ja, gut, ich fahre jetzt erstmal weiter. Guck mich nochmal um. Ein bisschen gefüttert. Und vielleicht morgen nochmal mein Glück zu versuchen. Das Gefühl, ich war ein bisschen zu spät dran. Jetzt knallt die Sonne um 14, 15 Uhr so richtig runter und die Fische sind kaum aktiv. Bin natürlich wieder unterwegs. Bisschen leise. Das ist eine Strecke, die habe ich selber noch nie gefischt. Die wird auch so gut wie nie gefischt. Und bin jetzt hier mal gucken gegangen. Und habe spontan, ja, ein Dutzend richtig schöner Fische gesehen. Und ja, ich habe schon ein Auto. Hier reingefahren, ein Stückchen geht noch. Ich glaube, das kann man sehen. Wo sind wir denn da? Ach, da sind wir ja. Jo, Tagesresümee heute. Anstrengend. Viel rumgefahren, viel geguckt, viel gemoved, gemacht, getan. Viel Location gemacht. Fische haben mich heute ziemlich vernatzt. Aber das könnt ihr ja auch im Video sehen. Hier in dem Bereich habe ich noch nie geangelt. Ich habe ja auch noch nie irgendwie mal einen Angler gesehen. War aber jetzt, habe mir das genauer angeguckt, habe wirklich ein Dutzend Fische, 20 Pfund, der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht war mal ein 30er dabei, schöne Spiegelkarpfen, bullige Tiere. Ich meine, ich hätte sogar einen Fulli gesehen. Jo, das hat mich natürlich direkt angeturnt, mich hier hinzuhauen. War brüllend heiß heute. 30 Grad mit Sicherheit und das war echt anstrengend, weil ich musste hier erstmal ein bisschen Wiese wegmachen, damit ich das Zelt auf die Liege runter mache. Ich mag das nicht so, wenn die Wiese an die Liege drankommt, weil ich die ganzen Viecher dann im Schlaf habe. Naja, ich habe im Grunde erstmal so ein bisschen weggemetert. War auf jeden Fall mega anstrengend, die ganze Aktion. Bin hier auch reingefahren, ich bin glaube ich 4 oder 5 Mal mit der Anhängerkupplung hinten aufgesetzt. Wäre ich hier gar nicht so reingekommen. Und ja, ich hoffe, der ganze Aufwand lohnt sich. Und ich kann vielleicht mal einen Fisch fangen. Ne? Also, es ist im Moment ziemlich tricky. Das habe ich dann heute Mittag auch gesehen. Die Fische sind zwar da, ich kann sie sehen. Klar, besonders hin sein. Ne? Ich kenne den Kanal halt schon viele, viele Jahre. Aber die wollen nicht so richtig. Also das ist das, was ich auch denke, dass das Problem einfach war, wir hatten eigentlich Kapi-Wetter, es war regnerisch und Tiefdruck und jetzt kam dieses Hochdruckgebiet mit einmal bam, brüllend heiß. Da war ich ja selber auch ziemlich in der Uhr, ne? War ganz schön im Arsch. Ja, die Fische mögen das anscheinend auch nicht, ne? Kann passieren. Das Wetter kann man nicht planen. Den Urlaub muss ich verplanen. Letzte Woche war ich noch in Eckernförde oben, schön Urlaub gemacht, ohne Angeln. Und da hätten wir so ein Wetter gebraucht. Oder war auch so ein toller Urlaub, aber da wäre so ein Wetter angebrachter gewesen. Und da hatten wir sehr viel Regen und Sturm. Und jetzt voller die Waldfee, ne? Kann ich hier weg. Naja, man kann sich nicht aussuchen. Lange Rede, kurzer Sinn. Mal gucken, vielleicht werde ich ja belohnt für die ganzen Mühen. Wenn ich dann nicht, mehr als angeln kann man nicht. So ist es. Gutes Nächtle. Garten. Wie soll ich sagen? So, hier. Komm ich auch mit dem Teil. So, der erste
Biss der Nacht von einem Karpfen, würde ich mal so sagen. Vorhin hatte ich schon irgendwie eine Brasse oder irgendwas dran. Wie nimmt die da mal drauf, ha? Mal die hier vorne irgendwo hinstellen. Mal schauen, das habe ich auch noch nie gemacht. Ist auch am Regnen. Mal gucken, ob es irgendwie klappt. Ich fühle, ich habe hier ein paar Tonnen direkt dran. Und schön blitzt. So. Puh. Es ist klar, das Licht ist natürlich kontraproduktiv, erstens für den Drill und zweitens für die Fische, die vielleicht hier noch rumschwimmen. Ja. Kleiner Schuppmann oder was? Kleiner Fisch, aber halt richtig Kraft, ey. Einer von den Kleinen. Aber dafür verkauft er die richtig gut. Donnerwetter. Richtig schmalz, der Kleine. Gut, ganz länglich, aber das ist eine Zeile. Aber ne. Schubka. Nee, ist eine Zeile, sag ich doch. Ganz schöner Fisch. Ein Bingo. Echtes Beauty-Ding. Na, die Waldfee. Cool. Klein, aber fein, ey. Ein richtig schöner Zeilenkarpf. Ja. Drück mal hier rein. Naja, gut. Nicht der schwerste, aber nur der schönste. Ja, super. Leute, guckt euch das Ding hier an. Wenn da mal keine Zeile ist. Alter. Schöne Zeile, klein aber fein. Erste Fisch hier aus dem Sektor. Nicht schlecht. Mal direkt wieder zurücksetzen. Der bleibt da stehen wie ein Brett, ey.
hin und her. Und da. Bingo. Nummer 2. Internet. Okay. Gut. Das war Nummer 2. So. Das erstmal hier rumdrehen. Ein bisschen anderes Licht einstellen als vorhin. Alter, jetzt geht die nächste Route ab. Jo. Ja, der kann noch ein bisschen dabei. Gut, gucken wir mal, was da dran hängt. Der hängt auch irgendwo, hängt aber auch hier wieder was. Scheiße, Mann. Das ist nicht gut. Nicht gut. Schlachten da reinkriegen in das hinein ist. Hau ab. Scheiße. Irgendwer ist durchgerissen. Eieieiei. Nicht gut. Hier ist irgendwas im Wasser. Trotz Schlagschnur. Donnerwetter. Guck sich das eine an hier. 60er Schlagschnur gekappt. Mann, was eine Scheiße. Jo. Okay. Gut. Leider habe ich den Fisch gerade verloren. Aber dazu gleich noch mehr. Hier mal einen schönen Schuppi. Oh, leider ein bisschen länger hält er müssen. Mhm. Aber kann das gehen. Wenn man zwei Bisse auf einmal kriegt. Auf dem 16 oder 18 mm Wefter. Einen kleinen Plastik-Fake-Horn oben drauf. Gut, schöner Fisch, ne? Ja. Opa, holen wir den mal wieder zurück. Ja. Gerade ein Schuppi gefangen. Ja, 20 Pfund hat er sicherlich. Ich sage jetzt mehr. Leider zeitgleich einen zweiten Biss gehabt, der immer wieder kurz anlief und das stehen blieb und anlief, aber ich hatte dann schon so eine Ahnung, dass der irgendwo in einem Hindernis steckt, weil das war so ein komischer Rand. Habe aber auch gezögert, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen meine Schuld. Aber ich denke schon, der war von Anfang an im Hindernis. Ich habe den da nicht freigekriegt und dann mit einmal habe ich gemerkt, dass der Fisch nochmal geschlagen hat. Tada, brumm, ist weg, die Schlacht nur durchgewesen. Also, das ist halt das Blöde, wenn man die Stellen nicht kennt. Ne? Kann sowas auch passieren. Naja, gut. Im Normalfall ist es so, dass die aber bei dem Rig, bei dem Rooney Rig, ein sehr großer weiter Haken und da geht der Haken, wenn ich den locker lasse, meistens schon immer so raus. Also von daher mache ich mir da weniger Sorgen. Ne? Oftmals geht er direkt im Kescher, wenn ich die Fische dann noch ein bisschen im Kescher habe, die Matte vorbereite. Da habe ich das schon drauf gehabt, dass dann das Rooney Rig schon draußen war wieder. Ich hoffe in dem Fall auch. Ich möchte nämlich keine Fische verangeln hier. Aber ja, auch das passiert. Ne? Halt das Risiko einer neuen Stelle. Naja, blöd, aber jetzt muss ich erstmal eine komplette Montage neu machen und der vom gefangenen Fisch hier, der ist auch stumpf. Also muss ich jetzt ein bisschen fleißig sein, damit ich hier oben wieder ins Wasser kriege. Okay. Und Thank you.
könnte der nächste sein. Oh Junge, jetzt wollen wir doch ein bisschen. Guter Kämpfer, Sonne geht langsam auf, ja, oder sag mal so Morgengrauen. Das ist jetzt der vierte Biss. Ja, und hoffentlich der dritte Fisch. Läuft alles andere als schlecht. Sieht ganz gut aus. Fehler. Genau. Verkehrt. Zeit. Schnur nach kurz. Kesche auch noch kurz. Ich hoffe, das reicht. Klein. Ziehen wir den ein bisschen aus, dann habe ich es leichter gleich. Gut. Was denn jetzt, ey? Katastrophe. Na, die ist nichts mehr, ne? Ja, und bei mir ist die Schnur zu lang. Schitte. Jupp, gut. So, nehme ich eben die kleinen Abfahrmatoren. Los. Gut. Ah, seht ihr selbst, ne? Jo, guck mal hier hinten. Schön. Gut. Also wieder zurück mit dem Kleinen. Rup, wo geht's am besten? Ich glaube, hier ist das Wasser tief genug, noch nicht zu weit treten. Dann nehme ich nämlich auch direkt einen Vollbart. Genau, was meinst du? So. Tschüss, Kleiner. Ah, und der nimmt den direkt wieder mit. Aus dem Ding raus. Das ist schlecht. Vielleicht habe ich ja Glück. Wieder reingelegt kriege. Ich nehme den hier noch nicht mehr ausgeholt habe, ist der auch noch frei hier. Gut. Dann gucken wir nochmal. Immer wieder hängt der Scheiß im Motor, ne? Der auch wieder. Thank you.
schöner Fisch, aber auch wie gesagt ein paar Macken hat er. Und die Größe nimmt es auch nicht. Okay. Ich würde sagen, jetzt nochmal wieder zurück. Auf jeden Fall eine Pferde. Ja, genau das ist es, nämlich der Unlenk. Gut, ah, da hat er gefressen, da können wir mal sehen, wo er gefressen hat. Irgendwie ist er doch ziemlich in den Rotz reingezogen. Mal gucken, noch bewegt sich was. Aha, ich ist auch noch drauf. Ja, super, Frank. Super gemacht. Da liegt irgendwas drin, ein Ast oder was? Keine Ahnung. Da ist jetzt voll reingeschwommen. Und dann froh. Mhm. Jo. Den kriegst du doch nicht raus, ne? Oh Gott, nicht schon wieder. Jetzt ist er frei. Na Gott sei Dank. Ei, ei, ei. Was war das denn für eine Aktion? So Leute, endlich auch nochmal wieder ein besserer Fisch, 23 Pfund, schönen Schuppenkarpfen, schönen Lamm, richtig uriges Tier. Mal gucken, was sich nochmal zeigen lässt hier. Ja, leider Bissen, Werfter, ein Fake-Hummer drauf, schön langer Fisch in diesem Paddel. Sich einmal kurz wieder festgesetzt, weil ich zu doof war, den zu keschern. Ich war gerade am Frühstücken. Ja, man hat ja den letzten Bissen gerade runter, dann fing es an zu niebeln. Und dann lief die Route ab. Jo, so läuft das. Eine Waldfee, oder? Richtig geht der ab. Dass ich da hinten wieder festsetze. Thank you.
sehen, wo der gebuddelt hat hier, der Junge. War frei. Ja, das ist der nächste Kanalschuppi. Auch nicht der größte, aber ich freue mich trotzdem. Schönes Tier. Gelb. Power haben die Jungs. Auf jeden Fall. So. Ja, der wird schon wieder weg. Pass auf die auf. Okay, da. Gut. Oh, yeah. Okay. Wie man den mit der Umlenker arbeitet. Ich ziehe ihn nach links runter. Zack. Ist der ganze Rotz frei. Das ist nur Kraut.
Geiler Fisch. Geiler Fisch. Super geil, schuppenlos. Ich glaube, den habe ich gestern auch gesehen, den Fisch. Geil. Ja, ist das ein schöner Fisch. Wunderbar. Guck mal auf die große Schuppe auf der Seite. Was für eine rötliche Farbe. Over the moon. Nicht der schwerste, aber super geiler Fisch. Geile Schuhe, geile Schuhe, gut gekämpft. Noch mal, nur öfter. 18 mm Holy Liver, Successful Dates. Gut schlagbarer Zeug. Läuft hier wie Sau. Die andere Seite kurz. Ja, auch schon das Zeug. Ja. Mal kurz, auch schön. Ja, geil. Gut. So. Leute, letzter Abend, morgen früh geht's nach Hause. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde mal so ein paar Tipps geben, wie ich das hier am Kanal so mache oder überhaupt generell beim Kanalfischen. Das lässt sich auch durchaus auf andere Gewässer projizieren. Ja, Tipp Nummer 1 ist, schaut euch genau um. Am besten, ja, wenn es irgendwie geht, noch mit dem Fahrrad Meter machen. Ansonsten laufen. Gucken, Polbrille auf und gucken, gucken, gucken. Und dann kann man schon relativ schnell sehen, wo die Fische sind. Natürlich immer abhängig vom Wetter, von der Sichtigkeit des Wassers und natürlich abhängig von der Tageszeit. Aber immer schauen. Location, Location und nochmal Location. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Setzt euch nicht unbedingt immer dahin, wo die anderen alle sitzen. Sucht euch Stellen, die vielleicht in der Nähe sind, aber die nicht so überrannt sind. Eigentlich eine simple Sache. Wenn man die Fische sieht, klar, dann erübrigt sich das. Ne? Aber manchmal ist es halt so, dass man die Fische auch nicht findet. Und dann ist man darauf angewiesen, dass man da auch mal ein bisschen ja, Glück hat. Ja. Und vielleicht auch einfach auf sein Bauchgefühl hört. Ne? Also nicht immer das machen, was die anderen alle immer machen. Gerade wenn es um die großen Fische geht. Hm? Dann Tipp Nummer 3, ganz klar umlenken. Mit Umlenkern fischen, man fischt eine viel größere Strecke ab, man hat eine viel größere Fläche, die man befischen kann, ohne dass man zu viel Schnur im Wasser hat. Die Bissübertragung ist viel besser und man kann dadurch auch durchaus vor den Hindernissen fischen. Auf der anderen Seite stehen häufig auch Bäume. Da lege ich immer gerne eine Rute rein. Und da muss man den Fisch halten können. Und das kann man nicht, wenn man einen 45 Grad Winkel zieht. Dann macht der Fisch mit einem, was er will. Das macht er auch teilweise, wenn der Umlenker drin ist. Klar, man muss schnell genug an der Rute sein, aber es ist was anderes. Man hat zumindest eine reelle Chance, den Fisch zu bremsen und davon wegzuhalten. Ja. Ja, das wäre es eigentlich erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, nicht unbedingt Informationen über die Gewässer, sondern einfach den Style, den ich gerne habe, rüberbringen.
durchaus auch anstrengend, jede Nacht woanders zu fischen. Jetzt bin ich jetzt hier, halt die zweite Nacht, ich war heute Morgen wirklich drauf und dran, nochmal zu moven. Problem dabei ist, wir haben heute Freitag und wir haben das Pfingstwochenende. Das heißt, ich bin auch gerade mit der Drohne nochmal geflogen. Da hinten ein Kanalstück, da haben wir richtig ein großes Zelt aufgebaut, da sitzen mindestens 3-4 Angler. Also habe ich schon ein richtiges Bauchgefühl gehabt, nicht zu moven, denn hier war ich mir relativ sicher, dass ich Ruhe habe, obwohl hier auch einer vorbeigelaufen ist und alles genau geguckt hat, auch mit der Poolbrille. Und es war brütend heiß. Also heute Morgen mal kurz nochmal einen Rückblick, hat es ja noch genievelt, ich habe ja auch noch Fische gefangen. Ab Mittag, 14 Uhr, 15 Uhr, kam die Sonne immer mehr durch. Es ist brüllend heiß, schwül, drückend geworden. Ich habe nicht einen Pieps mehr gehabt. Ist aber auch kein Wunder. Ich gehe davon aus, dass die Fische, wenn da noch was kommt, heute Nacht beißt oder morgen früh. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, da hinten laufen welche. Außer, dass ich hoffe, dass euch der Film gefallen hat. Ich habe jetzt ehrlich gesagt weniger gefilmt als sonst. Keine Impressionen gefilmt, weil ich mich eigentlich in meinem Urlaub jetzt auch mal ein bisschen mehr aufs Angeln selber konzentrieren wollte. Ja, habe trotzdem noch das eine oder andere gemacht, aber nicht mit dem gleichen Aufwand. Naja, wem es gefällt, der kann gerne einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen. Und wem nicht, dann nicht. Mehr kann ich nicht sagen, mehr kann ich nicht machen. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Kann ich in meine Schuhe hier rein? Rechte, die weiter, naja, die tun schon. Aha. Das kann weiter werden. Weiter. Machen wir den mal so ein bisschen Einheit geblieben da hinten drin. Voilà. Alter. Wie kann ich jetzt los hier? Klein. Ja, schöner Fisch. Hm? Oh, 15, 16 Pfund hat er auch. Ja, mir ist es zurück. Wenn und echt über tiefen Pin zu viel direkt so zurücksetzen kann. So. Vielleicht der letzte Fisch des Trips. Deshalb halte ich den mal in die Kamera. Mhm. Kleiner, aber feiner Spiegelkarpfen. Ja, das ist der zweite Fisch noch in der letzten Nacht. Oh, eigentlich müsste ich schlafen. Aber wo ist das? Eigentlich. Gut, und da wieder zurück.
Ja, ja, ich weiß. Schon am Packen, aber es hat bis gerade geregnet. Also habe ich noch schön weitergepackt, bis mich der Kleine gerade jetzt aus der Haie geworfen hat. Man sieht es mir, glaube ich, an. Ja, vor allen Dingen ist es jetzt echt angenehm. Alles nass. Yep. Kleiner Schuckmann, wenn ein bisschen geschickter wäre, jo, wenn die Kamera klappen würde, so, kann man dann hier die sehen, das ist glaube ich ein bisschen besser. Ja, kleiner Schuppi, die jetzt geregnet ist, er parkiert seit 6 Uhr und wird auch der letzte Fisch des Trips sein, bin ich mir relativ sicher. Und dann geht's ab nach Hause. Gut, den erstmal wieder zurück. Der letzte Challenge auch geschafft, hier rauszukommen, rückwärts, den ganzen Weg. Puh. Naja, ist auf jeden Fall alles heil geblieben. Ein paar Mal ein bisschen aufgesetzt mit der Anhängerkupplung. Aber das war beim Hinweg auch schon so. Ein bisschen was zu knabber nach vorne gelegt. Ja, Resümee, ich bin eigentlich zufrieden. Wetter war nicht so Kapi-mäßig, viel zu heiß nachher jetzt. Trotzdem haben die Fische gebissen. Fische gefangen, 5 Nächte, viele Sachen ausprobiert. Und dann kann man schon mal in die Hose gehen, ne? Nicht alles funktioniert. Gut, dann geht's auf. Bye, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.